Karin, auch wenn der wiederkommt, dann spreche ich ein ganz paar ernste Worte mit dem Mann. Ich Ja, das versuche hat er dir in den verdient. Hintern. Ach, das wäre noch zu mild. Ja, dann sucht sich Idiot. immer die besten Freunde aus. Ich würde euch mal einen Schlagring leihen, so ist ja nicht. Aber ich hoffe, bei eurem Duell gewinnt ihr. Das sind schockierende Nachrichten auf jeden Fall. Habt ihr sonst noch was rausfinden können? Ach, über die Bahnstrahler? Nee, im Allgemeinen. Allgemein. Ich weiß, dass im Norden von hier in den Hügeln, wenn ihr, ich weiß zwar jetzt nicht, wo ihr hergekommen seid, aber wenn ihr von hier aus nach Norden oder nach Osten wollt, dann kommt ihr direkt in das Gebiet der Kamanati vom Schnattermoor. Das sind Dämonenwölfe und ihre Nachkommen. Wieso heißt es Kamanati von Schnattermoor? Weil sie dort wohl gezüchtet worden sind. In Schnattermoor? Wurde gesagt, ja. Ist dort dies nicht das Heimatland von Yalan? Wenn es von Ja. Schnattermoor heißt, wäre das mal ein ganz starker Tipp, aber mir. Aber ist es nicht in Tobrien? Weit weg? Meint ihr, dieser Greifenmund hat damit was zu tun? Natürlich nicht. Nein, er kommt nur aus der. Es war seine Heimat, bevor sie gefallen ist. Bist du jetzt nicht tatsächlich sogar der, was auch immer man da ist, wenn man diese über diese Scheiße da herrscht? Ich meine, ist doch so der letzte Überlebende, oder nicht? Zumindest hat er dieses ja in Anspruch genommen. Ja, müssen wir mal Falls von aufräumen seiner da. Heimat noch was übrig wäre, wäre er jetzt davon wahrscheinlich der Herrscher, ja. Mit Schnattermoor war noch nie viel los, aber jetzt. Sollte er zumindest nicht dort hinein. Ich habe mich da zwar nicht aufgehalten, aber ich weiß, wie die weißen Hetzer kämpfen. Zwei Köpfe und dann lauern sie nicht nur von vorne, sondern auch von den Seiten. Sie bieten euch eines ihrer Tiere an und wenn ihr dann auf sie zulauft, dann kommen die anderen von der Seite links und rechts jeweils. Widerliche Biester. Also sollten wir eher einen Schlenker nach Süden machen, wenn wir noch weiter nach Osten wollten. Egal, wohin ihr wollt, aber von hier aus könnt ihr eigentlich nur noch nach Süden, ja. Gut, das kommt uns ganz zu Pass. Wohin wollt ihr denn? Ich habe jetzt erstmal meine Frau begraben. Und wie es jetzt aber weitergeht, ich weiß es nicht. Carino. Allzu weit nach Süden will ich nicht, weil dort dann das Land der Sonne anfängt, wie sie es jetzt nennt. Und von hier aus in Richtung Westen beginnt dann der schwarze Drache Rassasaur mit seiner Herrschaft. Das ist einfach nur ein verfluchtes Land. Mit der Parthen hat das nichts mehr zu tun. Das stimmt. Carino, Nun jetzt ja. segne doch mal das Grab hier. Mach doch mal. Ja, eine gute Idee. Und Westen wäre vielleicht nicht zu schlecht. Zumindest Burg Auraleth steht noch. Dort könntet ihr Zuflucht finden, denke ich. Da könnte man ein Schwertamt tatsächlich brauchen. Und ein Mann mit eurer Disziplin? Da könntet ihr wirklich viel Gutes bewirken. Haltet euch nur von dem Wald nordwestlich von hier fern. Dort sind viele Untote. Langbrot. Richtig, dieser. Ah, da war ich auch schon. Wie gesagt, meine Frau ist eine Bregelsau. Ah. Dann wart ihr in diesem Jagdschloss? Unter anderem. Aber es ist verlassen. Wir haben vor ungefähr 2 Monaten haben wir Meldungen aus Berla bekommen, dass ein paar Gaugrafen hier in der Nähe waren und die haben dann dafür gesorgt, dass es evakuiert wurde. Wir sind dann erstmal in Richtung des Finsterkamms gezogen, da wo ich herkomme. Wir hörten von diesem Graugrafen. Ja, auch Ich aus der werfe Abel Partien. mir einen befremdeten Blick zu. Ich lache nur zurück. Ja, auch aus Nur der der eine. Partien. Nee, der eine quatscht mir mal ständig ins Ohr. Nein, ich komme aus dem glorreichen Horasreich. Und ich komme von unter der Erde. Naja, ich bin Zwerg. Ihr versteht. Ich bin Tobriarin. Stolzer Alanfana. Mit den Zwergen vom Finsterkamm kenne ich mich aus. Ja, ich komme jetzt nicht vom Finsterkamm. Ist ja auch egal, aber das sind auch, naja, Berge. Berge? Ja. Ihr seht mir aus wie ein paar ehrbare Männer und Frauen, also wie gesagt, ihr habt hier etwas Brot, schwarzes Brot aus Weiden. Bedient euch. Sehr Vielen nett. Dank. Danke. Ja, vielen Dank. Und lasst mich einen letzten Segen über eure Frau sprechen.
Hohe Dame, ist das in Ordnung, wenn er keinen Schatten mehr hat? Es ist nicht gut, aber er ist ein Mann reinen Herzens. Ja, es ist in Ordnung. Raya antwortet, wenn auch in Nein gebeten. Gut, dann darfst du einen regeltechnischen Grabsegen sprechen und dir die Punkte dafür bitte auch abziehen. Ja. So eine gute Probe. So nehme ich mir eine Handvoll von der Erde. Herr Boran, Unausweichlicher, diesen Menschen empfehle ich dir an. Sie gehen von uns und wir, die wir zurückbleiben, wissen nicht, in welches der 12 göttlichen Paradiese ihre Seele Einlass begehrt. Schirme ihre sterbliche Hülle, auf dass ihr kein Unheil widerfahre, und sende Golgari aus, diese Seele zu finden und vor Rethorn zu führen. Und dann streue ich die Erde über das Grab und bete für meine Spürung. Ja, du spürst keinen Widerstand, der sich regt, und wie ein paar Rosenblätter legt sich der Segen auf das Grab, dass du dich sicher fühlst, beziehungsweise dass diese Seele angenommen wurde. Währenddessen knackt und zischt das Feuer, könnt noch einige trockene Ästchen dazulegen, die ausgedorrt sind, und so dann die Nacht bei Dankwart verbringen. Ja, ich teile natürlich auch die mitgebrachten Vorräte mit ihm, die Wurst, den Schinken und so. Und ja, dann denke ich, werden wir gemeinsam Nachtwachen aufstellen und die anderen legen sich zum Schlafen hin. Bevor ich mich zur Schlafensruhe lege, wenn ich nicht gerade Wache habe, würde ich noch gerne das Drakonomikon zu Rate ziehen und es mir probieren, mittels eines Kantus einzuprägen. Des Kantus des Memorans. Es dauert etwa 40 Minuten, etwa eine Stunde. Nun gut. Im Schein des Lagerfeuers und deklamiere laut: Memorans, Gedächtniskraft, Wissen, das gesamte Wissen dauerhaft. So dieses Zauber wirken. Lass mir Zeit dabei. Ja. Und? Es dauert, wie gesagt, inklusive Zeit lassen 40 Minuten, also 10 Minuten für die Zauberer verlängerte und 30 Minuten wirkt der Zauber. Ich kann mir in dieser Zeit 60 Seiten dieses Buches einprägen. Die du nicht wieder vergisst mit deinem eidetischen Gedächtnis? Es ist dauerhaft eingeprägt, so wie ein eidetisches Gedächtnis, genau. Na gut. Damit hast du zwar noch nicht regeltechnisch die Talentspezialisierung gelernt, aber du könntest sie jederzeit auch ohne das Buch lernen. Genau. Okay. Ja, derweil könnt ihr es knacken hören vom Lagerfeuer, könnt euch noch einige Geschichten erzählen, vielleicht auch von der Schlacht beim Mithraelsfeld berichten, wenn ihr mögt, und so dann die Nacht verbringen. Noch irgendwelche andere Dinge außer einer Nachtwache? Wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr unruhig in den Hügeln schlafen. Immer mal wieder nach verdächtigen Tritten hören, ob es ein fernes Donnern gibt, was von den Hügeln erklingt, aber ohne dass ihr von Kamanati beobachtet werdet, könnt ihr so dann die Nacht nach und nach verbringen. Regeneration, falls ihr braucht, 1W6 minus 3. Einfach aufgrund von wenig Schlaf, von Albträumen, sollte es relevant sein. Am nächsten Morgen schreiben wir den 29. Praius. Ganz generell hättet ihr noch 2 Tage Zeit, um dann am 1. Rondra für das Turnier bereit zu sein. Solltet ihr denn dieses Turnier noch als wichtig erachten. Alternativ könntet ihr auch bis zum Rondra warten und dann würden die Geweihten gemeinsam mit Lutisander von Pericum aufbrechen. Aber auch das ist eine andere Queste, die euch in der Zukunft erwartet. Ja, so werdet ihr gemeinsam mit Dankwart vom Finsterkamm wach und könnt dann entweder gemeinsam aufbrechen oder getrennt.
Naja, also wir wollen ja weiterhin nach Südosten. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung er möchte. Wenn er nach Auralet möchte, wie von uns vorgeschlagen, dann werden wir uns wohl trennen. Gut. Wenn das euer Vorschlag ist, dann geht er auch darauf ein und wird euch dann an der Stelle verlassen. Danke, Ihre Gnaden, für den Grabsegen meiner Frau. Vielleicht finde ich nun etwas Frieden und ob ich mich den Bannstrahlern anschließe, mal sehen, welcher Orden mich aufnimmt. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Ihr solltet vielleicht auch wissen, dass das Schwert der Schwerter derzeit in der Partien unterwegs ist, bei Romilis. Vielleicht könntet ihr euch auch ihr anschließen. Die hohe Dame von Schattengrund. Richtig. Ziellos umherstreifen? Nun, ich weiß nicht genau, wo sie ist. Man sagt sich bei oder in Romilis. Wie haltet ihr es mit den beiden Kirchen? Praios oder Rondra? Ich versuche, den Lehren beider Kirchen zu folgen. So wie es mir vom Elternhaus und von meiner Akademie beigebracht wurde. Ein Ritter macht seine Ehre aus, seinen Mut, die Gerechtigkeit, für die er einsteht. Sie sind beides Aspekte, die sowohl Praios als auch Rondra vertreten. Aber ich glaube, dieser Tage brauchen wir, so wie ich mir Alduin betrachte, eher ein paar Streiter, die für Rondra einstehen. Denn ich mag nicht von einem Vorgesetzten wie Alduin dazu genötigt werden, für eine falsche Sache zu streiten. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich will ihn nicht deinen Bruder nennen müssen. Euer Herz wird euch den richtigen Weg weisen. Na, Romilis, das heißt, ich werde euch ein Stück begleiten. Nach Südosten also, über die Au. Wenn ihr möchtet. Gerne also gut, dann brechen wir auf. Ihr hält mich nichts mehr. Gut. Ich nehme an, wo er graben und wird höchstwahrscheinlich belagert sein, oder? Davon weiß ich nichts. Untote, die in den Wäldern sitzen, das kann ich mir gut vorstellen, aber Kamanati sitzen auf alle Fälle kurz davor. Es geführt nur ein kleiner Weg durch die Hügellande. Straße. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie von dort aus irgendwelche Späher abfangen. Eine dämonische Intelligenz, die in ihnen wohnt. Nicht so sehr tierisch, sondern eher chaotisch. Und dann sollten wir uns auf den Weg machen. Vielleicht hoffentlich finden wir einen Weg, unser Ziel zu erreichen. Ja, so könnt ihr weiter aufbrechen. Gemeinsam mit Dankwart geht ihr über 10 Meilen, einen halben Tag lang, den ihr nur sehr schleichend vorankommt, immer parallel dann zur Reichsstraße. Er deutet das ein oder andere Mal noch über die Straße hinüber, auch wenn ihr entfernt von ihr steht, sodass ihr dann nicht von irgendwelchen Speeren, Lolgramot-Paktieren beispielsweise gesehen werdet. Aber dann könnt ihr vor euch aufragend sehen im Süden Berla mit Burg Leffenstein. Dort habt ihr vor 2 Monaten auch Gast bezogen und hattet euch dort dann das erste Mal mit Krankheit herumschlagen müssen. Ihr erinnert euch daran, als ihr gemeinsam mit Ömer noch gereist seid und das erste Mal, auch wenn ihr es damals noch nicht wusstet, Bekanntschaft mit der Plagenknolle gemacht habt. Über Berla wehen Flaggen, Wimpel in Schwarz und Rot. Ihr könnt darauf einen, es ist kein Greif, es ist eher ein Irrhalk erkennen und ein Siegel, ein Septagon, was wohl auch zur Dämonenbeschwörung genutzt wird. Burg Leffenstein in der Hand eines Exilanten. Und ihr könnt die Schwingen deuten, die wohl keinem Vogel gehören, sondern, wenn ihr das Kreisen richtig deutet, angezackt. Ein Irrhalk, der über Burg Leffenstein schwebt. Großartig. Versuchen wir nicht gesehen zu werden. Ich möchte nicht nochmal gegen so einen Teil kämpfen. Hier ist wohl dieser Magus drin. Um den kümmern wir uns später. Hoffen wir, dass ihr nicht, ihr wisst schon, dieses Artefakt, was aus Auralet entwendet wurde, trägt. In der Tat. Welches Artefakt wurde denn entwendet? Ach ja, ihr wusstet ja nichts davon.
Nun, in Aber Orale... wir Ritter. Ja? Ah, ja, ich erzähle euch später. Ein Artefakt des Priors. Nein, nicht des Priors. Und ich denke, es wird nicht schaden, wenn wir es ihm erzählen. Es ist ein gefährliches Artefakt. Ein erzdämonisches. Okay. Das klingt nicht gut. Ist richtig, aber ein Problem für später. Ja, scheinbar wurde es aus Auralet entwendet, während wir in Wehrheim beschäftigt waren. Und das ist in der Tat nicht gut, aber zur Not rufe ich eben die Mächte der Erde an und ich mache es dann so wie mit, naja, ihr wisst schon, Keshal-Tarif. Ich fürchte, das wird nicht funktionieren, wenn ihr das Artefakt damit zerstören wollt. Nein, nicht zerstören. Ja, der bringt es weit weg. Das bezweifle ich ebenfalls. Ihr unterschätzt die Natur dieser Gegenstände. Wie dem auch sei, ich denke nicht, dass wir jetzt dorthin wollen und uns mit ihr halten und was weiß ich nicht, was da noch alles drin kreucht und vielleicht anlegen wollen. Ach, nee. Durchaus nicht. Also wenn wir jetzt Berla in Sicht haben, das bedeutet, dass Burg Rabenmund so ziemlich nördlich von uns sein sollte. Mhm. Habt ihr schon mal einen solchen Vogel gesehen, die schwarzen Greifen? Ich habe gehört, dass ihre Blut wie Feuer brennt, wie Glutkohl. Wir haben einen umgebracht. Es ist kein Vogel, es ist ein Dämon. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Sag ich doch, aber ich kenne den Namen nicht. Deswegen nenne ich es Vogel. Explodiert übrigens, wenn man es kaputt haut. Ja, unangenehm. Man bezeichnet es als ihre Heilung. So sprach Okuri die Stimme des Herrn zu den Aurishanern und verkündete des kosmischen Ratschluss, dass ihre Herrschaft zu Ende sei. Diese Dämonen, man kann nichts gegen sie tun. Man kann sie tot. So einfach wie ihr sagt, ist das nicht. Auch wenn ihr eine lange Waffe führt, Herr Ritter, aber wieder und wieder auf sie einschlagen. Ach, es gibt Möglichkeiten. Geweihte Waffen, magische Waffen. Gott sei Dank, mit so einer Balsam oder ein guter Segen von Rondra helfen viel. Also chorheilige Waffen hauen gut rein, kann ich nur empfehlen. Zeit, dass ich mich alle anschließe. Während des Gesprächs lasse ich mich so ein bisschen zurückfallen und überprüfe mal, in welche Richtung das Pendel zeigt. Ja, nach Osten. Direkt auf den Wald, auf der anderen Seite der Au. Dann werde ich mal nach und nach mit meinen Gefährten Blickkontakt aufnehmen und in die Richtung zeigen, auf den Wald. Dann lass uns wir werden uns auf keinen Fall auf der Reichsstraße fortbewegen. Wir bleiben in einer guten Entfernung und gehen jetzt ostwärts. Und Berla werde ich ebenso meiden. Darf ich euch noch ein weiteres Stück begleiten? Selbstverständlich. Also könnt ihr den kleinen Fluss überqueren, der natürlich nicht so breit ist, wie die dann sehr große Gernhardt. Nassen Fuß holt ihr euch dennoch, aber auf der anderen Seite könnt ihr dann ebenso die Straße überqueren, könnt noch einmal nach Süden blicken, wo Berla dann liegt, was eher stiller aussieht. Burg Leffenstein, dann mit dem Irrhalk über euch, dem Asquerad, aktiver, und dort auch, wie gesagt, dann die Flaggen, die Wimpel mit dem Jolgurmaka schwarz und rot, aber die Straße nach Süden, nach Norden, Berla ist verlassen. Noch die unheiligen Hügel mit den Kamanati darin. Gesehen habt ihr sie nicht, aber Gerüchte sind stark. Nutzen wir die Bäume, um außer Sicht zu bleiben. Mhm. Ja, so. Ich möchte mich da nochmal genau umschauen, ob es da irgendwelche Zeichen von Untoten gibt. Ja, wenn ihr über die Au einmal hinüber gerannt seid, über die Straße, könnt ihr dann nach weiteren, 6 Meilen in die Waldränder einbiegen. Das ist wohl der Rabenmunder Waldforst, in dem dann wohl auch einige Köhler sitzen sollten. Und ja, tatsächlich erkennst du hier wieder Scharre.
irgendwelche Löcher im Boden, in denen ehemals Untote saßen, die sie verlassen haben, und mittlerweile sitzen sie wohl den Spuren nach im Wald. Das Pendel zeigt direkt auf ihn. Nicht gut. Eigentlich müssten wir hier genau hindurch, aber... Wir könnten den Wald auch umgehen, oder? Das müssen wir wohl tun, denn dort hocken einige Untote drinnen. Dann müssen wir ihn aber im Süden umgehen, im Norden hocken diese Viecher. Richtig. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was im Süden war? Irgendwann müsste die Reichsstraße wieder anfangen. Mhm. Fragt mich aber nicht, wie die Orte da heißen, keine Ahnung. Irgendwo irgendwann kommt Galles, glaube ich. Ja, das klingt alles irgendwie nicht so optimal. Also... Auf der einen Seite ein Wald voller Untoter, auf der anderen Seite... Boltax, dass diese Reise hier nicht optimal wird, das hätte ich euch aber vorher sagen können. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich hier eine leichte Reise erwartet hätte. Aber welchen Weg wollen wir denn jetzt nehmen? Denn gehen wir südöstlich den Waldrand entlang, nutzen wir die Bäume als Deckung und... Gehen aber nicht zu tief hinein und schauen wir uns um, ob wir irgendwo Untote entdecken. Ich bezweifle, dass die Bäume uns viel Deckung geben werden. Zumindest aus der Luft. Wir haben vielleicht noch 2 bis 3 Stunden Tageslicht, aber dann müssen wir entweder eine Ortschaft erreicht haben oder wir schlagen uns sonst wohin durch. Was ich euch berichten kann, ich war zwar noch nicht hier auf dieser Reichsstraße, aber als ich im Sonnenland von Süden nach Norden und Norden nach Süden gegangen bin, konnte ich sehen, dass die Steine durch einen Pestodem pervertiert sind. Was? Die sind verfault. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich vermute, das hängt mit dieser Wolke zusammen, die vor 2 Monaten hier entlang gezogen ist, gemeinsam mit den ganzen Herrscharen. Ah ja, die Wolke, die aus dem Ketzer kam. Wir sollten uns trotzdem jetzt einfach am Waldrand halten, noch die 2-3 Stunden gehen und dann am besten oben auf den Bäumen schlafen. Ja, so weit wie möglich weg. Das sollten wir ein Lager aufschlagen, dass der Ehrenhalke uns nicht entdeckt. Ja, ich halte tatsächlich es für das Beste, in den Bäumen zu schlafen. Also die Bäume hochzuklettern. Das ist schwierig. Nun, vielleicht können wir einen Jagdsitz oder so etwas sehen. Dort werden wir erhöht, aber auch ein wenig verborgen. Oder eine Jagdhütte eventuell. Oder eine Höhle. Lass uns doch einfach mal den Waldrand entlang gehen und schauen, ob wir was sehen. Oh ja, eine Höhle. Das wäre fantastisch. So geht ihr entlang des Ramunder Waldforstes. 3 Meilen. Vor euch liegt dann irgendwann das Zwergenmoor, was ihr aus der Entfernung schon erkennen könnt. Ihr könnt es riechen. Aber Iserun fällt auf, dass das Pendel sich jetzt energisch dreht und weiterhin auf den Forst zeigt. Es sitzt direkt darin. Schlechte Nachrichten. Ach, was wir denn? Müssen da wohl irgendwie hinein. Ja, dann machen wir das. Aber nicht jetzt, wenn es dunkel wird. Das wäre Nein. Selbstmord. So. Ja, übernachten wir hier am Waldrand und dann am nächsten Morgen sollten wir uns durch den Wald schlagen, ja. Mhm. Ich denke sowieso, dass es sicherer ist, als durch das Moor zu gehen. Ja. Gibt es denn hier irgendwo eine geschützte Stelle, wo man, keine Ahnung, irgendwie so ein Hügelchen oder, weiß nicht, so eine Klippe oder sowas, wo man sich hinter verstecken könnte? Nein, keine Hügel, nichts zum Verstecken, nur der Wald, bevor euch aufragt. Im Süden könnt ihr die pervertierte Reichsstraße erahnen. Auch ein kleines verbranntes, wahrscheinlich klein Berler, was das sein wird. Also 2-3 Häuserhütten, die nur noch als rote Ruine dann dort aufragen. Aber ansonsten könnt ihr nichts erkennen. Und haben wir eine Jagdhütte oder so etwas gefunden? Wildnisleben plus 7 oder Holzbearbeitung. Ich würde mich mal nach einer Höhle umgucken. Holzbearbeitung auch plus 7? Nee, einfach Holzbearbeitung oder eine Wildnisleben. Mal müssen wir umgucken. Muss ich für die Höhle auch eine Wildnisleben befallen? Wildnisleben, ja.
Kacke. Hast du irgendwas, was euch irgendwie hilft? Iserun wird wohl feststellen, wenn ihr so ein bisschen um den Waldrand herumgeht und immer mit der Sonne so ein bisschen im Blick, siehst wohl einen kleinen ausgetrampelten Pfad und ein paar Kohlebröckchen, Holzkohlebröckchen, die von da aus abführen. Da wird es wohl sicherlich dann einen Schubkarrenpfad geben von einem der Waldbauern, von einem der Köhler. Dort könnte man dann auch nicht nur eine Köhlerhütte finden, sondern vielleicht auch sowas wie einen Jagdstand. Ja, seht mal dort, diesen Pfad. Ihr habt erstaunlich scharfe Augen. Nun ja, also daheim in Spogelsen hatten wir natürlich auch Köhler und so etwas. Wir sind dann immer auf den Waldwegen spazieren gegangen und haben dort gespielt. Dann haben wir uns Haselnusszweige abgemacht und damit so getan, als wären wir große Ritter. Vielleicht sollten wir diesen Pfad entlang gehen. Sehr romantisch. Jetzt seid ihr ja ein großer Ritter. Oh, aber Kohle ist ganz wichtig. Also unwichtig, Köhler zu haben. Also ich kann die Begeisterung von Iserun für Kohle schon verstehen. Ja, für Kohle, sicher doch. Ich glaube, ich meinte mir das Herumtrollen in den Wäldern und Auen ihrer Hand. Ja, naja. Wollen wir nicht lieber eine Höhle suchen? Eine Höhle ist sicher, eine Höhle ist unter Tage, ein Stollen im Erz. Ach, das wäre doch schön, nicht wahr? Boltax, wir sind hier im Flachland, hier gibt es keine Höhle. Genau, ich bin sicher, wenn wir etwas suchen, finden wir eine probate Höhle. Vielleicht können wir nicht einfach das nehmen, was Iserun gefunden hat, weil das genau das ist, was wir gesucht haben? Also wenn wir auf dem Weg eine Höhle finden, können wir ja dort hineingehen und ansonsten nehmen wir diese Köhlerhütte oder was auch immer. Darauf lasse ich mich ein. Wenn wir eine Höhle sehen, dann gehen wir in die Höhle. Sie muss aber größer sein als ein Fuchsbaum. Gut, ein Dachsbaum.